Und zurück im Sandsturm, liebe Freunde. Wir starten einen neuen Versuch bei The Long Dark. Und ich verstehe nichts, weil der Sand stürmt. Nee, gar nicht Sandsturm. Schneesturm meine ich natürlich, gar nicht Sandsturm. So, und ich weiß nicht, wo ich jetzt stehe aktuell. Ich weiß auch nicht, wo ich hin muss, aber sehen wir dann. Ich gehe einfach mal den Weg lang, weil der sieht richtig aus. So, Plan ist jetzt folgender. Wir sammeln Munition, Essen und Trinken und holen uns das Gewehr. Auch wenn ich da wahrscheinlich nie wieder hinfinde, aber wir sind einfach mal guter Dinge. Wir holen das Gewehr und dann schießen wir den Wolf tot, der im Damm haust. Weil den will ich jetzt tot haben. Der soll mich nicht nochmal erwischen. Mal gucken, ob wir da hinkommen. So, als erstes suchen wir mal hier den ganzen Kladderadatsch hier nochmal nach Futter ab. Wir wissen, wir sind jetzt hier wieder am Mystery Lake. Und da hinten ist die Hütte. Da gucken wir dann später auch mal rein. Holen uns noch ein bisschen Feuerholz. Und dann harren wir der Dinge, der da kommen. So, da ist auch schon ein Hirsch. Da ist die Hütte. Schön ist's. Und das läuft gerade extrem flüssig, was mich ganz gar froh stimmt. So, erste Hütte. Ich hoffe auf Essen und auf Munition. Munition ist mir jetzt extrem wichtig. Da hinten fleucht auch schon wieder ein Wolf rum, das blöde Schwein. So, wie spät haben wir es? Es ist 13.57 Uhr. Minus 12 Grad. Ist egal. Stört nicht weiter. Jetzt wird gesucht, Freunde. Was haben wir denn hier alles? Ich spiele übrigens wieder einen männlichen Mann. Dachte, nach der Frau ist das mal wieder ein bisschen Abwechslung, einen Mann zu spielen. Vielleicht wird dem nicht so schnell kalt. Aber ich denke mal, das macht hier keinen großen Unterschied. So, Scrap Metal kann bleiben, wo es ist. Cardboard Matches nehmen wir natürlich, dankend an. Basic Gloves kann auch da bleiben, wo sie sind. Habe ich schon, oder habe ich? Habe ich wirklich? Warte mal, muss ich mal gucken, habe ich? Handschuhe an. Clothing, Basic Gloves. Ja, habe ich an. Und die sind auch noch ordentlich in der Condition. Also brauche ich nicht neue, die schlechter sind. So, dann gehen wir mal gleich hier rüber. Gucken da mal durch. Fetzig wäre es natürlich, wenn es hier auch schon eine Kanone gibt. Aber ich glaube, die gibt es einzig und allein nur in der Hütte, wo ich wieder eine halbe Ewigkeit zu laufen muss. Ist nicht schlimm. Wir haben ja Zeit. Ne? Und danach wird geschossen, was das Zeug hält. Ich spare sämtliche Munition für den blöden Schweinewolf im Damm. Wenn ich dann mal Munition finde. So, wo ist denn überhaupt der andere Wolf? Habe ich den verpasst? Fleucht der irgendwo hier rum? Ich habe keine Ahnung. So, Lake Cannabis. Nee, Lake Cabins. Entschuldigung. Kleiner Lesefehler meinerseits. So, Door. So, ein bisschen Munition wäre hier jetzt schick. So, und was wir hier finden, ist absolut nichts. Kann das möglich sein? Doch, hier, Tinderplug. Sehr schön, das kann ich gebrauchen. Hier haben wir noch einen Plastikcontainer. Da ist hoffentlich Bandagen. Ich brauche nicht so viel Bandagen. Bandagen habe ich, denke ich mal, später wieder im Überfluss. So, wie sieht es aus? Mir ist natürlich kalt. Das ist ja auch nicht verwunderlich bei minus 12 Grad. So, aber sonst haben wir hier nichts im Haus, oder? Nee, rein gar nichts. Oh doch, hier, warte mal, hier haben wir noch eine Zeitung. Ein bisschen fürs Feuer. So, gehen wir mal direkt in die nächste Hütte und hoffen auf ein bisschen Futter, weil Futter ist nicht unwichtig zum Überleben. So, hier geht es weiter. Wo ist die Tür? Ich habe immer so mein Problem, hier die Tür zu finden. Okay, hier ist sie. Okay, geh mal rein. Sind wir da? Cabin haben wir. Ja, hier haben wir Stiefel. Stiefel sind, glaube ich, gute Workboots. Halten theoretisch wärmer, aber sind auch schon ganz schön kaputt. So, Reclaimed Wood brauche ich zum Feuer machen. Darum nehme ich das dankend an. So, wieder ein bisschen Papier in Form einer Newsprint Roll. Und einen Metallcontainer. In dem ein Candy Bar ist. Candy Bar, zwei Candy Bars. Haben wir noch einen dritten? Nein, es bleibt nur beim zweiten. Nicht schlimm. Wir haben ein bisschen wenigstens was zu essen. Das ist gut. Das macht mich groß und stark. Und was zu trinken habe ich auch. Läuft doch bisher ganz schön. Aber ich sollte erst mit dem Wasser schmelzen anfangen, wenn ich ein bisschen was zu trinken so gefunden habe. Weil sonst wird das alles ein bisschen knapp. Ebenso mit dem Schlafen. Das hat an sich alles im letzten Durchgang sehr gut geklappt, wie dieser blöde Mistwolf nicht gewesen. Der hat mir so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Das war so nicht geplant. So, die Door. Und was haben wir jetzt? Nochmal ein Plastikcontainer. What have we here? Jeans nehme ich. So, das war's auch schon, wa? Mehr ist hier nicht zu finden. Was ist das? Gehört das dahin? Ist nur eine Schramme im Holz, ist nur eine Schramme im Holz. Und damit nicht weiter von Belang. So, oh, hier haben wir noch eine Flare. Man kann nie wissen, wofür man die Flare mal später braucht. Wenn es dunkel ist und ich keine Taschenlampe habe, dann ist so eine Flare schon was Schönes. Aber wir gehen jetzt mal in die anderen Hütten, die hier noch nebenan gewesen sind. So, draußen sind wir. Und weiter geht's. Gott, ich habe einen Redefluss, es ist rein zu doll. Siehst du, sonst weiß ich nie, was zu erzählen und jetzt rede ich hier in einer Tour. So, bin ich hier jetzt richtig? Ist denn da die... Ja, da sind die Häuser, da muss ich hin. Ein Wolf ist auch nicht in der Nähe. Das ist gut. Hunger ist auch noch nicht so präsent. Das ist noch viel besser. Ebenso wenig wie Durst. Aber die Landschaft ist immer noch schick. So, wieder die Lake Cabins. Was haben wir hier? Newsprint. Nehme ich. Oh, jetzt habe ich auch gar nicht hier an den Rand geguckt, ob da irgendetwas ist, was vielleicht interessant wäre. Naja, ist nicht schlimm. Machen wir später. Wichtig ist, dass ich jetzt zu dem Schießgewehr komme. So, hier haben wir nochmal Pork and Beans. Pork and Beans. Beans. Pork and Beans sind gut. Oh, wenn hier jetzt ein Gewehr wäre, das wäre total fetzig. Aber den Gefallen tut man mir hier nicht. So, hier ein bisschen und nochmal fürs Feuer machen. Sehr schön. So muss es laufen. Das ist fein. Also an Feuerholz mangelt es gerade nicht. Das ist so. Okay, dann wieder raus hier und in die nächste Hütte. Freunde, 6 Minuten sind schon in etwa vergangen und wir leben noch. Das finde ich gut. Aber bisher hat uns auch noch kein Wolf angefallen. Aber Munition haben wir auch noch nicht gefunden. Das wäre jetzt schon ganz fetzig. Ich werde mal hier kurz gucken in der Hütte, ob die Jeans, die ich eingesammelt habe, ob die mich wärmer hält. Nee, tut sie vermutlich nicht. Ich habe gerade Jeans an, die sind einfach besser. Dann kann ich die hier einfach mal wegschmeißen. So, Work Boots. So, sind die besser als die normalen Boots? Nee. Ja, natürlich sind sie das. Ja, aber sie sind halt auch nicht mehr so intakt. Das könnte problematisch werden auf Dauer. Weil ich habe noch einen langen Weg vor mir und da sind die Schuhe dann bestimmt abgenutzt. So, hier haben wir auch nichts. Betten. Aber in den Betten ist nichts und ich muss noch nicht ins Bett. Ich bin noch nicht geschafft. So, also raus hier. Das war ja jetzt eine Nullnummer, die Hütte. Nichtsdestotrotz, der Wandersimulator geht weiter. Weil hier ist noch eine Hütte. Schauen wir mal da rein. Ist hier vielleicht irgendwo ein Toter? Nee, ich sehe jetzt so spontan nichts. Okay, dann mal, ich gucke hier gleich nochmal auf den Steg. Vielleicht ist da ja irgendwas, aber ich gucke jetzt hier mal in die Hütte. Fetzig wäre, wenn es hier auch noch irgendwelche lebenden Menschen geben würde. So, Firewood. Nehme ich mit. Haben wir hier was? Nope. Haben wir da was? Auch hier ist nichts vorhanden. Aber ein Rucksack. Rucksack ist schon mal gut. Ein Rucksack im Sessel. Granola Bar. Und Wollsocken. Oh, Wollsocken sind ganz gar schick. Die ziehe ich dann... Nö, ziehe ich jetzt an. Komm. So, Wollsocken machen mich warm. Ach, habe ich schon an. Na, aber die hier sind besser. Nämlich die, die halten mich etwas wärmer, weil die ein bisschen besser erhalten sind. Also wieder raus. Das war es nämlich hier drin. Oder ist noch was unterm Bett? Irgendwo? Nein. So, dann gehen wir ja mal jetzt zur Haupthütte hier am Mystery Lake. So, und draußen sind wir und jetzt rüber. So, gucke ich hier nochmal kurz in die kleinen Hütten rein. Ach, ich wollte ja noch auf den Steg gucken. Dann gucke ich nochmal flott auf den Steg. Oh, guck mal. Hier ist noch ein Rucksack, den habe ich vorhin nicht gesehen. Ich laufe auch wieder völlig blind durch die Walachei. Noch mehr Wollsocken brauche ich nicht. Und Energy Bar. Energy Bar ist sehr gut. So, und jetzt Wurf auf den Steg. Aber ich denke mal, hier werde ich... Ist da hinten? Ach, da hinten ist ja noch eine einsame Hütte. Ja, da wollen wir dann auch noch hin. Komm, da gehen wir hin. Also runter vom Steg. Zack, ich habe mir die Beine nicht gebrochen. Das ist schön. Bei Daisy hätte ich mir jetzt wahrscheinlich beide Beine gebrochen.
Wenigstens kann ich auch noch die Hand vor Augen sehen. Das ist ja, wenn dieser große Schneesturm ist, ist das alles schon ein bisschen schwieriger. Und da kann es denn auch passieren, dass du direkt so einem Wolf in die Arme läufst. Was ziemlich schlecht ist. Ist mir aber noch nicht passiert. Mich hat nur der Wolf im Damm überrascht. Das war ganz gar fies. Weil damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe auch nichts gehört, bevor ich in den Schrank reinguckte. Und schwupps war er einfach da und hat mich gegessen. Das war nicht schön. Hat mich nicht mit Freude erfüllt. So, Lone Lake Cabin. So, da lass ich jetzt mal was richtig Schönes für mich drin liegen. Das würde mich ganz gar freuen. So, fängt gut an. Ein Quality Winter Coat. Der ist fein. Ist ein guter Anfang. So macht man mir Freude. Und nochmal Pork and Beans. Dankeschön. Es ist schön. So, dann schauen wir mal, wie sieht das aus hier? Quality Winter Coat. Oh, hi. Die macht mal richtig warm. Die wird auch gleich mal angezogen. So, Good Quality Winter Coat. Good Wind Resistant Shell with Synthetic Insulation for those who love the outdoors. Genau wie ich. So, und jetzt ist es warm. Warm und kuschelig. Und jetzt gehen wir ganz schnell zu der Hütte, zur Haupthütte. Weil hier können wir jetzt, glaube ich, nichts mehr abgreifen. Wie sieht's aus? Es wird auch noch nicht dunkel, glaube ich. Es ist jetzt 3:30 in etwa, Viertel vor 4. Irgendwie so um den Dreh. Und darum jetzt ab zur Hütte. So, da sieht man, die Sonne geht schon langsam aber sicher unter. Ich gucke hier nochmal hinter die Hütte. Vielleicht ist hier ja noch was. Hallo? Ist jemand hier? Nein, es ist niemand hier. Hinter diesem Baum versteckt sich auch niemand. Auch keine Leiche, kein Rucksack, kein gar nichts. Deswegen jetzt wirklich, letztendlich geht es zur Hütte. Obwohl vielleicht doch, ja, jetzt fängt es natürlich an. Jetzt ist wieder hier ganz böses Schneegestöber. Ich kann die Hand quasi vor Augen nicht sehen. Meine Füße auch nicht. So, jetzt bleibt zu hoffen, dass ich irgendwie ankomme. Weil man sieht wirklich nichts. Aber dann könnte ich vielleicht nochmal hier in die kleine Hütte schauen. Vielleicht finde ich da Munition. Munition wäre schön. So, und da sind wir. Oder war ich hier schon? Nee, hier war ich noch nicht. So, Jeans kann da bleiben. So, ich schleppe jetzt. Oh, Pork and Beans nehme ich immer gerne. So, schauen wir nochmal hier rein. Ich hätte es ja fetzig gefunden, wenn die Karte so zufällig generiert wird. Dass es quasi nicht immer dieselbe Karte ist. Das wäre schon irgendwie cooler gewesen. Aber mein Gott, man kann nicht alles haben. Wer weiß, was das nächste Update so bringt, die nächsten Updates. Ja, ich glaube aber nicht, dass die Karte denn zufällig generiert wird. Aber es kommt ja noch eine zweite. Eine zweite Karte irgendwann demnächst. Und auch die Vollversion soll angeblich nicht mehr so lange auf sich warten lassen. So, bin ich hier jetzt richtig? Ich bin mir nicht sicher. Oh, warte mal, da liegt noch ein Toter. Den schnappe ich mir. So, werde ich hier angegriffen von irgendwem? Nee. Guten Tag. Ich hoffe, Ihnen geht's gut, wie Sie da so sitzen. Ich hoffe, es stört Sie nicht. Wollsocken. Komm, so schwer sind die nicht. Dann nehmen wir doch die Wollsocken von der Leiche. Warum nicht? Er braucht sie ja schließlich nicht mehr. So, schauen wir nochmal hier in diese kleine Hütte. Ich weiß nicht, ob wir in der Hütte schon gewesen sind. Jetzt ist es einfach nur neblig. Es ist noch nicht mal stürmisch. Es ist auch nicht so wahnsinnig kalt. Aber langsam knurrt mein Magen. Ich sollte also bald was essen. Ich bin auch schon wieder unter 1000 Kalorien. Komm, dann pfeifen wir uns mal was zu essen rein. Food and Drink. Nehmen wir ein Candy Bar. Candy Bar. Ja, ich glaube ein Candy. Nee, ja, Candy Bar ist gut. Nimm mal das. Und bitte Chocolate and Nuts. Und so, jetzt sind wir wieder bei 1166 Kalorien. Damit kann man gut leben. So, hier war ich schon. Okay, wo muss ich jetzt lang? Muss ich jetzt hier lang? Das ist schwierig, wenn man nicht so viel sieht. Aber ich glaube, ich dürfte hier in etwa richtig sein. Ich glaube. Oh, jemand aus meiner Freundesliste spielt Wasteland 2. Habt ihr schon Wasteland 2 gespielt? Was sagt ihr zu Wasteland 2? Und vor allem, was sagt ihr zu The Long Dark? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Oh.
So, hier in der Hütte war ich, glaube ich, noch nicht. Schauen wir hier nochmal rein, so ein bisschen schneller. Bin ich langsam etwas geschafft? Nein, ich bin nicht geschafft, aber es wird kälter. So, bitte lass hier jetzt ein bisschen Munition drin sein, das wäre schon fertig. Bandages, Granola Bar, ist ja schön, dass ich hier irgendwelche Riegel finde, aber es wäre schön, wenn ich auch... Oh, Can Opener ist gut. So, Scrap Metal kann mich am Arsch lecken. So, und jetzt der Cupboard. So, da ist nichts drin. So, und hier im Fischloch ist auch nichts. Oh, verdammt, wo muss ich jetzt lang? Jetzt habe ich irgendwie komplett die Orientierung verloren. Von wo komme ich denn? Wo hier lang? Komme ich von hier? Oh, ich weiß es gerade nicht. Ich laufe mal ein bisschen schneller. Ja, da macht sich so ein bisschen die Orientierungslosigkeit breit, wenn du nichts siehst. Aber ich glaube, hier bin ich. Ich bin hier nicht richtig. Na gut, vielleicht hier. Hallo? Oh Gott, wo geht es lang? So, der Nebel könnte sich jetzt mal verziehen. Das wäre nett. Oh, das ist so schlimm, wenn du nicht weißt, wo du lang musst. So, hier bin ich auch nicht richtig. Verdammte Axt. So, aber hier. Hier müsste ich jetzt theoretisch richtig sein, oder? Ja, nee. Oder? Müsste... Ja! Ja! Da ist die Hütte. Oh, bitte lass da ein bisschen Munition drin sein. Das wäre total fetzig. So, ich gehe jetzt hier in die Hütte und dann, glaube ich, war es das erste Mal. Fütter. Oh! Du blödes. Oh. Okay, der Wolf hat mich angeknurrt. Wie das mit dem Wolf weitergeht, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge von hier, Camp David. Wie heißt es? The Long Dark. Also, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ciao.